Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu Poppyhausen 2. Letzte Folge habe ich ja angefangen, das Dach beim Kontor zu bauen. Das heißt, ich habe die zweite Hälfte vom... Es plätschert das Wasser hier schon wieder so. Die zweite Hälfte vom Giebel habe ich gebaut und das Dach schon mal angefangen. Auch die Oberluken, alle schon getutet. Somit kann der Ober kommen und mir das Essen servieren. Das finde ich voll gut. Dann würde ich, glaube ich, sagen, mal hier am Dach einfach mal weiter und dann passt das... Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her? Ich bin angefahren. Du bist angefahren worden? Dann verklagt uns den Fahrer. Oh, die Polizei! Ach, die gibt's noch gar nicht. Liebe Freunde, darf ich vorstellen, La Chironaya. Hallo! Die neue Mitbewohnerin der Stadt. Ja. Genau. Komm, ich führe dich rum. Okay. So, hier drüben, Riesenstadtgebäude, wohnt Christina. Also die war echt fleißig, ne? Und das war's. Voll gut. Also das Wichtigste steht, ihre Pferde. Genau. Hauptsache die Tiere sind da. Nein, also das ist kein Thema. Ich baue ja noch so ein bisschen den Kontor hier, dass man so ein bisschen die Neueinkömmlinge dann auch versorgen kann. Hast du schon Futter? Nee, ne, Futter hast du noch gar nicht. Weil ich weiß jetzt nicht, das ist so die Proforma-Tür. Ich dachte, ich sperre Christina mal aus. Hier, komm her, Christen, Willkommensgeschenk. Ein bisschen was zu knuspern. Oh ja! Du hast so ein paar Schafe platt gemacht, deswegen. Genau, hier drüben, die Stadt ist im Moment noch ein stilles Örtchen. Ja. Hier drüben soll mal irgendwann der Marktplatz entstehen, wo so ein bisschen Handel betrieben werden kann und sowas alles. Die Kisten, die hier stehen, sind alles Gemeinschaftskisten. Also alles, was du hier reinpackst, kann sich jeder nehmen, ohne weiteres. So wie diese 5 Blöcke Sand, die hier noch drin sind. Und von Christina noch so 1, 2, 3 Sachen. Das ist keine Frage. Hier drüben wollte ich dann des Bürgermeisters Haus bauen. Das geschieht dann hier so auf die... Ich muss das nochmal genau abstecken, wie groß ich das machen möchte. Ja. Deswegen hier bitte erstmal noch nicht bauen auf dem Berg. Das ist so meins. Ja. Ansonsten hast du freie Auswahl. Das Schiff sieht so richtig cool aus hinter den Bäumen, ne? Ja. Voll geil. Habe noch gar nicht gesehen von hier. Leute schieben. Ja, das sehe ich schon, merke ich schon hier. Deswegen laufe ich einfach weiter. Dann mache ich einfach so, ich laufe jetzt weg. Kommst du mir hinterher? Ja. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Schneller, schneller, schneller. Achso, den Weg, den wollte ich ungefähr auf dieser Höhe hier vielleicht bauen. Mal gucken, ob ich das noch alles an, ob ich mir echt die Mühe mache, das alles angleiche oder ob ich das hier dann irgendwann runterführe. Das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch etwas planlos. Das ist das Glas da oben gewesen? Oh, das war das Fenster. Okay. Dann kann ich dir gleich mal die das tolle schwarze Brett zeigen. Ja. Wie das hier so aussieht mit den Regeln. Das ist hier vorne. Hat jeder Dorfbewohner einzuhalten. Kannst du dir dann mal genau einstudieren, verinnerlichen. Aber ich denke mal, bei dir fahre ich da, glaube ich, ganz gut mit. Ja. Ja, und hier drüben auf dem Schiff kommst du in eine Farmwelt. Hier kannst du dich austoben. Ach, das ist neu. Das kannte ich noch nicht. Bis zum geht nicht mehr. Wenn du Bäume hackst, dann bitte nachpflanzen, wie immer, wie gehabt natürlich. Ja. Und du musst dich nicht unbedingt hier an den Birken halten. Also wenn du auch Schwarzeiche hast oder Eiche oder was auch immer findest, bitte ruhig hier zeitnah bzw. spawnnah bitte anpflanzen, dass man da nicht allzu weit weg muss. Kann auch sein, dass Christina sich da wieder austobt und da so eine kleine Baumfarm-Pflanzwelt hier so generiert. Ich weiß es noch nicht, wie, was, wer und wo. Weil ich glaube, Christina weiß es selber auch noch nicht, dass es das hier gibt. Und dann kommst du wieder zurück in die Stadt. Ja. Hui. Das Schiff ist die Zuschauer-Challenge. Kennst du ja, glaube ich, auch. Ja. Da haben wir auf jeden Fall einen Bauserver, der ist schon am Start. Habe ich auch in der Folge von der vorherigen Aufnahme gesagt, also sprich von gestern. Mhm. Wenn da nicht, glaube ich, sogar schon das Infovideo zu rausgekommen ist. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall ist da halt der Punkt, dass die das hier so schön ausbauen dürfen. Das heißt, du darfst nicht ins Schiff ziehen. Kauf dir deine eigene Yacht.
Hier soll dann mal irgendwann die große Stadtkarte hinkommen. Das heißt, das Rondell wird wahrscheinlich noch ausgeweitet werden. Ansonsten such dir einen Platz deiner Wahl aus, wo auch immer du gerne bauen möchtest. Was du bauen willst, wie auch immer, Baustil, noch hast du freie Auswahl, ob du sagst, du machst altertümlich oder ob du, wie Christina sagst, modern, das ist dir freigestellt. Aber nicht größer als 30x30, weil du bist nur ein Bewohner. Oh. So, du brauchst, glaube ich, noch ein Bett, ne? Warte, ich baue dir nochmal ein Bett. Ich hab noch keins. Können wir mal eine Runde schlafen. Wie mir das gerade so bei Christinas Haus aufgefallen ist. Ihr habt schon Nether? Ja. Den hat Christina einfach mal geknallt, den Nether. So, pass mal auf, wir ballern uns hier erstmal ins Bett. Komm zu meiner Rechten und dann lass uns miteinander schlafen. So, Christina war schon im Nether gewesen und hat das Nether-Portal hier hinten irgendwo versteckt. Warte, wir laufen mal über ihre kleine Brücke. Und dann, glaube ich, müssen wir... Hat sie schon zugebaut? Nein, hier. Irgendwo hier unten drin war es... Hier. Hui! Da ist es Nether-Portal. Erst nochmal da unten. Das kommt aber später, habe ich das vor... Hä? Wer gibt mir hier einen Puffer? Hm? Irgendwo hier ein Zombie. Ach, hier in der Höhle wahrscheinlich unten drunter, ne? Kann sein. Ja, hier geht's zur Höhle runter. Richtig, aber ich habe kein Schwert dabei, deswegen gehe ich lieber. Ne, ich habe irgendwann vor, das Nether-Portal tatsächlich in den... Nein, ich verrate es noch nicht. Ich sag's noch nicht. Doch, ich sag's. In den Kontor. Ich will es in den Kontor bauen. Das ist so... Das ist so mein Bestreben. Ich glaube, ich baue das hier in den Kontor mit rein. Habe ich mir auf der Arbeit heute überlegt, dass ich das hier irgendwo drin versenke, weil der Kontor ist ja eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Stadt. Ja. Das heißt, alles, was so neu ist, kommt hier an und von hier aus verteilst du dich quasi in die Welt. Und da habe ich dann gedacht, genau, machst du dann auch die Verteilung in die Welt hin sozusagen. Ob ich das Portal hier unten hinsetze oder tatsächlich oben, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Aber das ist so der Plan. Aber es sieht schon gut aus. Ja, jetzt kommt das Dach noch drauf und dann ist er eigentlich fertig. Ja. Eigentlich. Ich war jetzt bei dem Stand, da war nur unten das Stein da. Ja, sehr aktuell, würde ich sagen. Aber wobei, ich bin ja auch immer so 1, 2, 3 Folgen im Voraus natürlich, wie immer, wie gehabt. Jo, ist ja normal. Jo. Olle. Olle. Genau, ja, wie gesagt. Jo. Such dir. Ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal Holz. Platz aus, genau. Wenn ohne Holz ist nichts los. Aber bitte möglichst nicht die Bäume hier vom Kontor nehmen, sondern die von weiter hinten. Dachte mir jetzt eigentlich von der Farmwelt. Du kannst auch von der Farmwelt holen, das kannst du auch machen. Da kein Weg. Doch gibt's hier Bäume. Ja, ich hoffe, die werden immer fleißig nachgepflanzt und ich hoffe, das bleibt auch auf Dauer so, wenn dann noch mehr Leute kommen. Die liebe Shironaya habe ich mir ausgesucht aus dem einfachen Grunde. Hey, ein Erfolg. Yeah. Aus dem einfachen Grunde, die liebe Shironaya ist eine der letzten Verbliebenen aus dem ganzen, zugebaut, aus dem ganzen Clan von Anno Decimal noch, die tatsächlich noch aktiv bei YouTube dabei geblieben ist. Yeah. Also, da gibt es leider Gottes, was ich etwas schade, aua, finde, dass ein paar Leute von damals sich weniger aktiv auf YouTube beteiligt haben, als ich gedacht habe. Ja, aber so ist das, Olli. Man nimmt sich sehr viel vor und manche machen es ja nicht. Ja, wenn der Erfolg dann irgendwo nicht kommt, den man erwartet irgendwo. So habe ich das Gefühl. Ja. Weil es gibt Leute, die gehen halt an das Thema YouTube ran und sagen, ich bin in 3 Wochen der YouTube-Star schlechthin und löse den ab. Ja, wenn es so leicht wäre, ne? Genau. Wo ich dann auch ganz klar sage, nein. Ist halt so. YouTube ist halt einfach so ein Thema für nebenbei. Ja. Abschalten, locker bleiben und Spaß haben. Das ist so das Hauptaugenmerk im Endeffekt, was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Nee, auf jeden Fall nicht. Und nicht die große Geldmaschine, wie sich viele immer erhoffen. Deswegen, also das haut definitiv nicht hin. Das sind Wunschträume, kann ich jeden verstehen. Natürlich, wenn man... Aua, mit YouTube Geld verdienen würde, wäre es natürlich geil, aber geht zur Schule, macht einen Abschluss, lernt einen Beruf, habt da mehr von. Ist wirklich so.
Ja, auf jeden Fall. Die paar Leute, 50, die auf YouTube Erfolg haben, so einen Erfolg haben, dass sie auch davon leben können, ist halt wie mit dem Fußball. Entweder du hast das Glück oder du hast es nicht. Das stimmt. Dann baue ich das erstmal so. Hilfe. Ich bin gerade echt froh darüber, dass ich hier noch meine Lampe habe. Ich habe so eine Nachtschlampe, wollte ich schon fast sagen. So eine große Lampe, die mich anstrahlt. Würde man mich nämlich gar nicht mehr sehen, sonst wäre es schon zu dunkel. Ich habe schon immer gewusst, Chironaya ist verstrahlt. Ich bin verstrahlt, genau. So wie es sich gehört. Ja, ganz normal. Ich bin ein gutes, junges Mädchen. Ein guter Junge? Du bist ein guter Junge, Mädchen. Du bist ein guter Junge, Mädchen. Ja, total. Voll fit, krass. Ja, aber ganz ehrlich, habe ich schon gestern gesagt in der Folge, ich finde den Anklang von Poppyhausen 2 Wahnsinn. Ja. Ich habe nicht, also mit allem gerechnet, aber nicht wirklich damit, dass das so ein Burner wird, wie der Carmen Geist sagen würde. War nur gesehen, oh, Poppyhausen. Es ist irre. Da reißt man sich den Arsch auf und macht sich Gedanken, was für ein Modpack man spielen kann. Dann kommt sowas wie Vanilla und alle fahren drauf ab. Und es ist irre. Da machst du Vanilla und wie schon gesagt, die Welt geht unter. Mhm. Scheiß auf Zombie-Apokalypse, wir machen Poppyhausen. Es ist wirklich so. Aber es macht ja auch einfach Spaß. Ja, es ist, ich habe irgendwie nochmal, eigentlich habe ich ja so ein Projekt gesucht, wo ich einfach nur abends nach der Arbeit mal abschalten kann, ein bisschen Stuss reden, so wie immer halt. Und fragen, tust du mal was anderes? Ja. Glaube ich. Ja, aber da hast du auf jeden Fall das Richtige gefunden, oder? Ja, denke ich mal. Also ich glaube, das kommt wirklich richtig gut durch. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Hä? Nicht runterfallen. Oh, fällt runter. Arschloch. Du bist voll doof, ey, du Klotz. Okay, macht nichts. Macht gar nichts. Da bin ich ja eigen drin. Der macht gar nichts. Okay, so. Alter, ich bin in meinem Element. Dach bauen. Ja. Nein, verkehrt. Also das muss ich... pflanzen. Ja, echt? Du musst einen Baum pflanzen? Ja, ich muss. Ich guck auch nicht zu. Wäre auch ein Wunder, wenn du auf einmal hinter mir stehen würdest. Obwohl, es kennen ja nicht viele das Sprichwort Bäumchen pflanzen, ne? Also Baumpflanzen heißt bei uns in den Regionen, sprich Niedersachsen und Co., dass du einfach mal ganz straight pinkeln musst. Ja. 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 Das, jetzt ein Bäumchen pflanzen. Genau. Die Schiro muss ein Bäumchen. Ich stelle mir das gerade so vor. Wie so der Kopf hinter so einem Baum hervorguckt. Na, danke. Baum pflanzen. Wer da draußen Bock hat, der kann das ja gerne mal meinen. Oh Gott. Ich stelle mir das echt so bildlich vor. Richtig geil. Sieht ja bestimmt lustig aus. Richtig, richtig gut. So, dann würde ich, glaube ich, vorschlagen. Mein Dach sieht fast cool aus. Echt? Aber nur fast. Aber nur fast. So, ich würde vorschlagen, ich hole mir neues Holz. Nee, ich hole mir noch kein neues Holz. Ich mache erstmal oben die First drauf. Das finde ich, glaube ich, richtig cool. So, zack, wir brauchen 1, 2, 3. Kann es sein, dass sich die Hitbox der Hühnchen verändert hat? Ja, könnte sein. Also ich habe noch nicht wirklich viel rausgefunden über das den 1.9. Aber ich weiß, dass so einiges anders ist, als ich selber gedacht habe. Jo, ich hab auch noch nicht so viel 1.9 gespielt. Willkommen in meiner Welt. Jetzt muss ich erstmal ein paar Hühnchen schlachten. Muss ich irgendwann verhungern? Das Hühnchen läuft weg. Das wäre doof. Bleib stehen, du blödes Hühnchen. Wobei, wir haben ja Christina, unsere Bäuerin. Ja, ich glaube, so schnell verhungert man nicht. Ernährungsexpertin. Die kann dir alles erzählen, alles machen. Die weiß,
wie du definitiv nicht verhungern wirst. Ja, das stimmt. Hüpfeler. Und sie doch runter. Alter, jetzt wäre ich aber beinahe gefallen. Alter Braten. Zack, Radusch. So, dann machen wir nämlich nochmal ein paar Zäunchen. Ja, setz doch mal einen Blotz hier, du. Hier ist ein Skelett. Eif durch die Wälder. Skelett. Wo bist du? Ich? Nee, das Skelett. Achso. Wahrscheinlich unter der Erde. Irgendwo hier tobt ein Skelett rum. Das war so deutlich zu hören. Obwohl ich ja alles ausgeleuchtet habe. Es ist ja genauso cool gewesen, das Skelett, was unter deinem Schiff mal gespawnt ist. Also was praktisch durch den Schatten, das dein Schiff gespendet hat, spawnen konnte. Cool, ne? Ja. Ich dachte auch nur so, nee. Das kann nicht jeder. Aber so, ich wusste gar nicht, dass sie durch Schatten ausbauen können. Ne, eine gewisse Dunkelheit. So einfach. Eine gewisse Dunkelheit reicht ja schon hin. Oh nein, es wird Nacht. Oh weh. Scheiße, wie war denn das hier? So, nee, andersrum. M. Ich mache mal kurz einen hohen Baum. So, dann mache ich mir da noch ein paar Treppenstufen drauf. Ich habe mich natürlich nicht verlaufen in den Birkenwald, nein. Nee, brauchst du Koordinaten? Nee, ich habe schon gefunden. Einfach auf einen hohen Baum klettern, dann sieht man ja, wo der tolle Eingang ist. Das leckere Haus. Los, renn, Shiro, renn! Wobei, das ist so hell, da müsste, glaube ich... Lebst du noch? Noch, ja. Alter. Wie er einfach schießt. Weg hier. Wie viele Herzen hast du noch? Ach, war nur halbes Leben weg. Okay, weil hier ist... Alter, wir können gar nicht pennen. Creeper! Nicht explodieren, nicht explodieren. Ja, deswegen, Explosionsschaden ist wahrscheinlich an, ne? Ja. Ich habe ja gesagt, wenn ich nah anmache, dann richtig. Oh oh. Oh oh. So, der Creeper. Gott sei Dank. Der Schlimmste ist schon mal hin. So, komm her, lass uns gleich hinlegen. Dass uns hier keiner weiter auf den Puffer geht. Ja. Dann wird es nämlich wieder schön hell. Und während wir hier so schön im Bett liegen, würde ich sagen, lässt eine Bewertung da. Daumen nach oben, Enderman. Ey, hi. Ich habe kein Schwert. Nicht angucken. Ich gehe weg. Wobei, kann er hier spawnen? Nee, kann er nicht. Sie hat vielleicht wieder Spaß. Bin gleich tot. Ach nein. Oh. Mein First tot. Der muss einmal sein. Hahaha. Ich hab dich. Aber ich muss erstmal essen. Der ärgert sich jetzt, weil er mich hier nicht erreichen kann. Das ist das Schöne. Mhm. Ist er weg? Wahrscheinlich, ne? Ach, nee, ich höre ihn noch. Nee, irgendwo ist er noch. Wo ist er denn? Hallo. Wo ist er denn? Hier ist noch ein Skelett. Oder ist er oben? Kann natürlich sein, dass er oben drin ist, ne? Also ich guck mal nach. Aber erstmal das Skelett hier loswerden. Los, brennt. Ja, genau, der ist oben drin, ist er. Warte mal eben. Der ist oben drin. Ich hab ihn gesehen. Ich hab eine Enderperle. Hahaha, meine. Mach Tür zu. Oh, über dir ist ein Creeper. Über dir ist ein Creeper. Bei dir ist ein Creeper drin. Oben drin. Ist gerade ein Creeper von Hausdach reingesprungen. Ach, vom Hausdach. Ich wollte gerade sagen, oben drin kann keiner spawnen. Dann ist er vom Dach gespawnt und reingefahren. Dann muss ich das Dach echt schnell fertig kriegen. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, bewertet den Part, lasst ihn doch nach oben da, schaut bei der Shironaya mit rein. Die ist ab jetzt auch unten drin mit verlinkt. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Folge von The Poppy House, wenn ich das Dach weiterbaue. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.